manchen Momenten, da fehlen mir die Worte, stumm steh ich da. Dann wünsch ich mir deine geflügelten Worte, lebendig und klar. Herzlich willkommen zu unserem kurzen Online-Gottesdienst hier in der Arche. Namen sind alles andere als Schall und Rauch. Unsere Namen haben eine große Bedeutung für unser Leben. Es gibt sogar einen Zusammenhang zwischen unserem Aussehen und unseren Namen. Mehr dazu und was unsere Namen mit unserer je besonderen Gottesbeziehung zu tun haben, das erfahren Sie, erfahrt ihr gleich nach dieser kurzen Musik. Bin ich zu halten, dein Wort macht mich wortgewandt. Gott, du bist das Wort, das Leben begründet. Dein Wort ist das Licht, das mich findet. Wir sind jetzt zusammen im Namen Gottes, der uns liebt und mit Namen kennt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie hören nun eine wunderbare Stelle aus der Bibel. Ich lese aus dem Buch Jesaja 43. So spricht Gott: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Wir sehen aus, wie wir heißen, behaupten israelische Wissenschaftler. Ich sehe also aus wie ein Christian. Wie muss ein Christian denn überhaupt aussehen? Welche Erwartung weckt mein Name bei anderen? Nicht unwichtig, wenn ich im Laufe meines Lebens diesen Erwartungen immer ähnlicher werde, wie die Wissenschaftler festgestellt haben. Bei Katharina denken die meisten an eine kluge Frau. Alexander und Maximilian werden durchweg erfolgreicher eingeschätzt als Alex und Max, also die Kurzform. Mein eigener Name, egal wie er eingeschätzt wird, ist mir immer noch lieber als ein Kosename, wie Schatz oder Liebling. Schatz, ich liebe dich, hat nicht die Wirkung wie Christian, ich liebe dich. Es fühlt sich ganz anders an, wenn ich meinen Vornamen höre, viel intensiver, viel inniger. Und vermutlich macht es Gott deswegen. Er hat uns bei unserem Namen gerufen, wir haben das gerade gehört. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst zu mir. Er bietet uns, so steht es geschrieben, eine je individuelle Beziehung an. Wenn ich meinen Namen höre, dann fühle ich mich persönlich angesprochen mit all dem, was mich ausmacht. Und dafür muss ich nichts tun. Keine Verse gebetsmühlenartig wiederholen, nicht auf Knien rumrutschen oder mich kasteien. Gott behält uns im Blick, aber dabei fordert er keine Leistung. Er kennt auch unsere Irrwege, kennt unser Versagen. Selbst unser Schuldigwerden kalkuliert er mit ein, aber bestraft uns deswegen nicht. In der Bibel geht es immer wieder um Beziehung. Zunächst mal um die Beziehung Gott-Israel, und dann aber doch ganz entscheidend zwischen Gott und jedem, jeder Einzelnen. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel wird Gott geschildert als jemand, der eine Beziehung zu uns Menschen sucht. Er setzt alles dafür ein, sie zu bekommen und zu behalten. Der Grund? Weil er uns liebt. Gott, du bist das Wort, das Leben begründet. Dein Wort ist das Licht, das mich findet. Gott, du bist das Wort, das Leben begründet.
so verlässlich, dass ich leben kann. Auch wenn wir zur großen Herde Menschheit gehören, kennt, so unser Glaube, Gott uns je persönlich, tritt in persönliche Beziehung zu uns und wartet darauf, dass wir reagieren. Ich frage mich manchmal, warum Menschen das Christentum langweilig und bieder und nicht zeitgemäß finden. Vielleicht liegt das daran, dass man vom Christentum zwar die Dogmen, die Moral und die Rituale vererben kann, aber eben nicht das Leben, das Satte, das dahinter steckt. Ohne das Leben sind aber Dogmen, Moral und Rituale tot. Sie sind ja schließlich das Ergebnis eines reichen Lebens und auch nur so sinnvoll. Denken wir daran, wir sind keine Einzelkämpferinnen. Wir sind auf andere angewiesen und leben in einem Netz von lebenswichtigen Beziehungen. Gott hat sich uns verbunden. Dass wir ihn nicht sehen können, verleitet uns oft dazu zu meinen, wir seien allein. Das Gegenteil ist der Fall. Unsichtbar hält er uns, ist sozusagen das doppelte Netz im Bild. Unser Glaube kann unsere Sicherungsleine sein, die uns die Ruhe und den Mut für den nächsten Schritt gibt. Wir fürchten uns vor Corona, Krankheit, Leiden und Sterben, vor dem Verlust der Arbeitsstelle, vor Einsamkeit, vor Streit und Zerrüttung, vor Gewalt und Terror. Furcht kann den ganzen Menschen lähmen, kann sein Denken und Handeln besetzen, sodass er nicht mehr weiß, was er oder sie tun soll. Und dann Gottes Stimme in sich aufnehmen, der sagt, hab keine Angst, ich kenne dich. Kenne dich mit Namen, weiß, wie es um dich steht. Das kann dann entscheidende Lebenshilfe sein. Indem wir uns mit ihm verbinden, gewinnen wir einen anderen Blick auf den Gegenstand unserer Furcht. Er weiß, wir sind mehr als das, was wir in unserer Angst wahrnehmen. Menschen, die darauf vertrauen, trauen sich, neue Wege zu gehen und trotz Angst zu handeln. Gott ist es, der uns befreit aus der Starre der Furcht, der uns Nerven und Kraft gibt, um zu handeln. Gott kennt mich mit Namen und akzeptiert mich im Höchstmodus. Und das ist dann der Anfang einer großen Liebesgeschichte. Amen. Auf dem Weg Gott durch die Zeit fragen wir immer wieder, wohin sollen wir gehen? Bist du noch bei uns? Auf festen Straßen, auf Pisten ins Ungewisse, an Kreuzungen und auch auf Abwegen gehst du mit uns. Wir bitten dich für alle, die ein Ziel anvisieren, die nur den schnellsten Weg suchen, die vorwärts wollen. Für Politikerinnen und Mächtige und Unternehmerinnen, dass sie danach schauen, was allen und dem Leben dient. Wir bitten dich für alle, die sich auf dem Rückzug befinden, die ihre Zukunftsperspektiven verloren haben, die am Sinn ihrer Wege zweifeln, die Abschied nehmen müssen, dass sie dir vertrauen können. Wir bitten für alle, die nicht mehr weiter wissen, die enttäuscht sind, die ihren eigenen inneren Richtungssinn verloren haben, dass sie dich spüren. Gott, du führest uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Du verwandelst deine Wege zu unseren eigenen Wegen ins Leben. Dafür danken wir dir heute und an jedem Tag und bei jedem Schritt. Und alles, was uns darüber hinaus am Herzen liegt, all das verbinden wir mit den Worten, die Jesus uns vorgesprochen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt empfang den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt leuchten sein Angesicht über dir und ist dir gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht über dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.